Bei strahlendem Sonnenschein feierten die Traktorenfreunde Seligenstadt am Wochenende ihr Anglühen. Natürlich mit dabei Trecker, Dampfmaschine und Co. Über 100 Fahrzeuge und etliche andere landwirtschaftliche Maschinen gab es für groß und klein zu bestaunen. Darunter auch einige, die man bei den Traktorenfreunden nicht direkt vermutet hätte, wie zum Beispiel dieses Amphibienfahrzeug. Zugegeben, diese Männerspielzeuge sind mehrheitlich ziemliche Dreckschleudern, aber das kann echte Fans nicht abhalten. Peter Rosenberg aus dem Landkreis Aschaffenburg zum Beispiel ist solch ein Hardcore-Fan und ganz vernarrt in seine Dampfmaschine. Denn die sind im Grunde nichts anderes als die ältesten Generatoren der Welt. Also das ist eine Landdreschlokomobile. Das heißt, mit dieser Maschine ist eigentlich hauptsächlich Dreschmaschinen angetrieben worden. Und zwar zu einer Zeit, als es noch keine Dieselmotoren, keine Benzinmotoren und auch keine Elektromotoren gab. Da hat man mit solchen Maschinen gearbeitet. Man hat, wie gesagt, hauptsächlich Dreschmaschinen angetrieben, aber man konnte eigentlich auch alle anderen Maschinen antreiben. Man konnte Sägewerke antreiben oder so, wie wir das jetzt hier haben, diesen Steinbrecher, der im Straßenbau eingesetzt wurde. Und eigentlich eine universal einsetzbare Maschine. Und wie kommt man zu so einem ungewöhnlichen Hobby? Also, ich habe schon als Kind mal irgendwann zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, so eine kleine Dampfmaschine, so eine Modelldampfmaschine geschenkt bekommen. Und das hat mich mein Leben lang begleitet eigentlich. Das hat mir gut gefallen und irgendwann, wenn man dann groß wird, braucht man wieder ein Spielzeug. Und dann ist das Spielzeug ein bisschen größer. Das war das Stichwort, denn groß waren auch die verdrückten Portionen und der Andrang. Selbst die vielen anwesenden Kinder waren begeistert, denn wann darf man heutzutage schon mal auf einem Traktor mitfahren? Aber auch ein so schöner Ausflug in die Geschichte geht einmal zu Ende. Also, vielleicht bis nächstes Mal bei den Traktorenfreunden in Seligenstadt.